das ist mein Bass und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Also heute soll es darum gehen, wenn ihr jetzt den Bass, euer neues Instrument zu Hause habt, wie ihr es schafft, euch mit diesem Instrument vertraut zu machen. Also zunächst ist wichtig zu wissen, dass der Bass natürlich mit der E-Gitarre verwandt ist. Die ersten vier Saiten, die die Gitarre hat, hat der Bass auch. Die heißen E, A, D und G. Ja, das heißt, oben ist natürlich logischerweise die tiefste, dickste Saite, die E heißt, und es wird dann immer höher bis nach unten zur G-Saite. Und es ist auch ganz wichtig zu wissen, wie die Saiten heißen, denn man kann von diesem Grundton der Saite aus dann immer weiter zählen und weiß dementsprechend dann auch, welcher Ton sich auf welchem Bund befindet. Ja, der Bass ist also eingeteilt in Bünde, die mit Bundstäbchen voneinander getrennt sind, und man kann sich gut orientieren, weil auf dem Griffbrett das Ganze markiert ist. Also der erste Punkt ist immer der dritte Bund, der zweite Punkt ist immer der fünfte Bund, dann geht es zum siebten, neunten, und die zwei Punkte hier, die helfen zur Orientierung, das ist der zwölfte Bund. Bis zum zwölften Bund hat man eben auf jeder Saite eine Menge von Tönen. Ich mache das mal an der E-Saite vor. Also die Leerseite ist ja E. Dann kommt F, Fis, G, Gis, A, Aes, H, C, Cis, D, Dis. Und im zwölften Bund hat man wieder das E. Ja, das ist ganz gut zu wissen, dass eben man im zwölften Bund auf jeder Saite wieder den Ton hat, den auch die Saite, ohne dass ich irgendwo drauf drücke, hat. Sprich E leer, E im zwölften. A leer, A im zwölften. D leer, D im zwölften. G leer, G im zwölften. Und so kann man sich schon mal ganz gut orientieren auf dem Griffbrett. Und auch interessant zu wissen ist, dass ab der 12. Saite, dadurch, dass ja da wieder der Ton der Leerseite wieder vorhanden ist, nur natürlich in der höheren Version, dass man ab da dann wieder von vorne mit den Tönen auf dem Griffbrett beginnt zu zählen. Und wieder genau die gleichen Töne, die man also hier vom 1. bis zum 11. Bund hat, auch wieder hier vom 13. bis zum 24. Bund hat. Der 24. Bund ist bei mir hier auch wieder markiert mit zwei Punkten. So kann man sich daran gut orientieren, und das hilft einem schon mal, wenn man später improvisieren möchte, wenn man mit anderen zusammenspielen möchte, immer zu wissen, dass die Töne auf jeden Fall auf jeder Saite schon mal zweimal vorhanden sind. Zum Beispiel hier im 3. Bund haben wir das G und im 15. Bund ebenfalls. Nur natürlich wieder in einer höheren Version. Wo ihr euch auf jeden Fall mit behelfen könnt, ist ein guter Trick, denn wenn ihr von einem Ton auf dem Griffbrett wisst, wo er ist, wir nehmen hier mal unser A, ne, das befindet sich auf dem 5. Bund auf der E-Saite, und ihr wollt jetzt eine höhere Version des gleichen Tones, also auch ein A, haben, eine Oktave höher, dann gibt es den sogenannten Oktavgriff, ne, der da benutzt ihr den Zeigefinger und drückt damit den Grundton und den kleinen Finger. Und der Zeigefinger ist, wie gesagt, auf dem Grundton, und dann der kleine Finger. Da müsst ihr zwei Bünde weitergehen und zwei Saiten nach unten. Und mit diesem Griff erwischt ihr dann hier ebenfalls ein A, was eine Oktave höher ist. Und da wisst ihr schon mal, dass sich hier auch wieder die gleichen Töne befinden wie hier. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so spielen würdet, und ihr
ihr wollt die gleiche Melodie eine Oktave höher, dann müsst ihr nur wieder diesen Oktavgriff anwenden. Hier ist auch wieder der Ausgangston und hier das gleiche spielen. So, das war's erstmal. Also ich werde euch auf jeden Fall auch ein paar nützliche Infos in die Infobox packen. Da könnt ihr dann sehen, welche Töne hat überhaupt eine Tonleiter, aus welchen Tönen besteht die, die sich auch genau auf dem Griffbrett widerspiegeln. Und dann auch nochmal einen Link zu einer Seite, wo man sieht, welche Töne auf dem Griffbrett, auf dem Bass eben vorhanden sind. Sodass man das nochmal so eine Übersicht hat, kann man sich irgendwie an die Wand hängen oder irgendwie ausdrucken. Immer mitnehmen, immer mal drauf gucken oder eben einfach praktisch zum Üben dann zu Hause immer vor sich liegen haben und dann wird das irgendwann auch klappen. Also erstmal ist das bestimmt ein bisschen überfordernd und hört sich ganz schön viel an, die ganzen Töne im Kopf haben, zu haben. Aber ihr müsst ja auch nicht alle auf einmal im Kopf haben. Es gibt ja auch ein paar Tricks, die man eben, wie gesagt, anwenden kann. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und freue mich, wenn ihr kommentiert, liked oder teilt.